Als sich die Jahreszeiten änderten, veränderte sich auch die Beziehung zwischen Lars und Tane. Der mürrische Gesichtsausdruck der Katze blieb, aber Lars lernte, die subtilen Nuancen in Tanes Verhalten zu lesen. Ein Zucken mit dem Schwanz bedeutete Zufriedenheit, während ein langsames Blinzeln fast eine Liebeserklärung war. Eines frischen Herbstmorgens wachte Lars auf und stellte fest, dass Tane von seinem üblichen Platz am Fußende des Bettes fehlte. Panik ergriff ihn, als er das Haus durchsuchte und nach seinem Katzenfreund rief. Es war untypisch für Thane, wegzulaufen. Er bevorzugte den Komfort des Zuhauses gegenüber Abenteuern im Freien. Lars durchkämmte die Pine Meadow. Sein Herz raste mit jeder vergehenden Minute. Als die Sonne unterzugehen begann, hörte er ein schwaches Miauen aus Mrs. Ilaras altem Schuppen. Dort, eingeklemmt zwischen verrosteten Gartengeräten, saß Tane und sah mürrischer aus denn je. Erleichterung überkam Lars, als er die Katze vorsichtig aus ihrer misslichen Lage befreite. Tanes große Wangen waren mit Schmutz beschmiert und seine hängenden Augen schienen zu sagen, »Was hat so lange gedauert?« Lars konnte nicht anders als zu lachen, als er die Katze nah an seine Brust drückte. In jener Nacht, als Tane sich schnurrend auf seinem Schoß zusammenrollte, wurde Lars klar, wie sehr sich sein Leben verändert hatte. Die Katze, die einst wie ein unwahrscheinlicher Begleiter schien, war zu einem unverzichtbaren Teil seiner Welt geworden. Tanes mürrisches Gesicht brachte jetzt Trost und Freude, eine Erinnerung daran, dass Liebe oft in unerwarteten Formen kommt. Als der Winter näher rückte, nahm Lars Anpassungen vor, um seinem Katzenfreund gerecht zu werden. Er baute ein gemütliches Katzenbett in der Nähe des Kamins und ließ sogar das Badezimmerbecken tropfen, sehr zu Tanens Freude. Die eigentümliche Faszination der Katze für fließendes Wasser hörte nie auf, ihn zu amüsieren. Ihre Bindung vertiefte sich weiter und Lars entdeckte eine neu gefundene Geduld, von der er nie wusste, dass er sie besaß. Tanes Anwesenheit hatte seine rauen Kanten geglättet und ihm den Wert stiller Gesellschaft und bedingungsloser Liebe gelehrt. Am Ende wurde die Geschichte von Lars und Tane zur Legende in ihrer kleinen Stadt. Der Mann, der nie eine Katze wollte, und die Katze, die immer wütend aussah, hatten ineinander das perfekte Gegenstück gefunden. Es war ein Beweis dafür, dass die besten Dinge im Leben manchmal mit einem Stirnrunzeln und einem Schnurren kommen.